Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Miba an und der heißt Jurassic Holiday Resort UK. Und da landen wir gerade direkt am Meer an einer Klippe. Ich kann sogar gar nicht weiter hier rüber, weil hier schon die Map-Begrenzung ist. Also das hier ist bis zum Rand alles ausgenutzt, der Platz. Der Park ist auch riesig, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen heute. Das ist der Eingangsbereich, da kann man sitzen, eine Toilette, ein Springbrunnen, ein bisschen Deko. Und dann geht's auch direkt schon in eine Einschiebbahn. Und hier hinten ist nochmal ein Schutzraum. Dann würde ich mal sagen, fliegen wir mal da oben die Strecke lang. Sorry, wenn es ab und zu ein bisschen laggt, weil der Park ist wirklich riesig groß und der läuft von den FPS nicht mehr ganz so gut. Hier kommen wir dann zu einem Aussichtspunkt, der auch auf so einem Hügel ist, mit einem Hotel. Das ist natürlich auch schön, ne? Also ich glaube, durch den Park fährt man dann ganz viel mit der Einschienenbahn. Aber jetzt könnt ihr schon mal das Ausmaß von dem Park sehen. Also der ist wirklich riesig. Und ich finde es auch cool, dass der mit so vielen verschiedenen Höhenunterschieden gebaut ist. Und da unten rechts ist sogar auch eine Insel, wo wir noch hinkommen. Was ich immer ein bisschen blöd finde, ist, wenn man die Einschienenbahn auf verschiedenen Höhen und sowas baut, dass das dann teilweise von der Strecke sehr, ja, hügelig wird, sage ich mal. Also das ist dann nicht so schön übergeglättet. Hier solche Huggel und sowas meine ich halt. Das finde ich immer nicht ganz so schön. Aber das passiert leider. Das ist auch teilweise schwer zu verhindern. Und hier kommen wir jetzt in den ersten Bereich, wo es Dinosaurier gibt. Das ist dann auch ein schöner Platz. Und auch alle Ränder hier abgesteckt. Fleißig mit Blumen. Und rechts ist ein Gehege. Da können wir dann auch in so eine Beobachtungsgalerie. Da sind Dryos drin. Und was sind das? Struthiomimus? Archaeornithimimus? Ich glaube, Archaeornithimimus sind das. Und links haben wir auch noch ein Gehege. Mit Homalocephale. Und auch nochmal. Das sind Struthiomimus. Okay. Und dort fahren auch nochmal Touren durch. Das sind zwei verschiedene. Okay. Das hättest du auch ruhig kombinieren können mit einer Gyrosphärentour, dass die hier durch beide Gehege fährt. Man hätte ja hier so Übergänge machen können. Wäre das eine größere gewesen. Ich glaube aber nicht, dass ich die jetzt auch fahren werde, weil wir haben noch so viel zu entdecken. Man sieht ja jetzt schon ganz gut, wo es lang geht. Also einmal hier drumherum und auf der anderen Seite genauso. Deswegen fliegen wir jetzt einfach mal weiter. Hast du hier sogar alles ausgeschildert? Das ist natürlich auch echt cool. Und du hast auch hier diese Custom-Zäune benutzt von der Mod. Aussichtstürme hat man auch nochmal in alle Richtungen. Dann haben wir nochmal so ein kleines Gehege. Sie sind ungefähr alle relativ gleich in diesem eckigen Stil. Dann wenig Bepflanzung, also hier sind ja kaum Bäume drin und dann so eine Gyrosphärentour außen. Bin ja nicht so der Fan von so vielen Zäunen. Also ich finde es halt immer schöner, wenn man statt den Zäunen halt natürliche Barrieren macht. Sowas wie Klippen oder irgendwie Wasser davor oder sowas. Finde ich immer ein bisschen schöner. Das sind Gallimimus. Hier sind dann einige Besucherläden. Und da vorne kommt ein Innovationszentrum. Nochmal schöne Sitzmöglichkeiten davor. Oh, du hast ja auch so viele Deko-Objekte gemacht. Du hast wirklich jeden Weg abgesteckt. Das ist mega krass. Da hast du dir echt viel Mühe gegeben. Ich glaube, ich werde mich mega verlaufen in dem Park. Bin ich mir ziemlich sicher. Guck mal, das Gehege ist jetzt auch wieder
relativ ähnlich wie die anderen. Auch außen wieder so eine Gyrosphärentour rum. Und hier sind Amagas drin. Ich kann leider gar nicht tiefer von der Kamera. Und Nasutoceratopse. Auch tolle Dinosaurier. Und dann gehen wir mal hier hinten weiter Richtung Lagune, so wie es aussieht. Boah, hier hast du das schön gemacht mit den Felsen. Das sieht richtig cool aus, auch mit den verschiedenen Felsfarben. Du hast es auch alles ziemlich gut übergeglättet hier, obwohl es so viele verschiedene Höhenunterschiede sind. Das ist immer viel Arbeit, das zu machen. Aber wenn ihr mal guckt, hier unten ist die Lagune und da oben ist dann nochmal so ein Turm. Und der Weg hier ist relativ gut übergeglättet. Hier ist dann nochmal ein Springbrunnen. Und dann hat man auf allen Seiten nochmal Tribünen, wo man in die Lagune reingucken kann. Da wird wahrscheinlich irgendwas Großes drin sein. Ein Chrono oder ein Moser. Ne, das ist ein Tylo. Okay. Da ist auch noch ein Moser drin. Das ist so ein eine Mischlagune. Ich kann da halt leider gerade nicht reinfliegen, weil tiefer als so geht nicht von der Kamera. Oh, das ist auch noch ein Diopleurodon. Oh, das sieht aber schon richtig cool aus von oben. Hast du mega schön gestaltet. Und auch die Wege und sowas drumherum sehen echt mega gut aus. So sehr durchdacht alles platziert. Hier ist dann auch nochmal ein schönes Hotel. Und von dort aus hat man auch wieder eine richtig tolle Aussicht. Wir fliegen jetzt mal hier am Rand weiter. Oh, hier haben wir dann auch nochmal einen Turm auf einer Erhöhung mit einem wunderschönen Meerblick auf der Rückseite. Also hier kann man sich auch gerne nochmal hinsetzen. Das ist sehr entspannt. Aber wir schauen uns jetzt nochmal die Aussicht hier aus dem Turm an. Denn da kann man dann nochmal wundervoll die Lagune sehen. Hier wollte ich hin, zu diesem Turm. Oh, da kann man ja richtig gut in die Lagune gucken. Da kann man sogar die Wassersaurier schwimmen sehen, wenn die unter Wasser sind. Wenn man so schön von oben drauf guckt. Und da kommt noch eine weitere Lagune. Du hast auch hier die ganzen Ränder mit Felsen abgesteckt. Ja, krass, wie viele Objekte du hier verbaut hast. Das sieht aber auch richtig gut aus hier am Rand. Hier haben wir dann kleinere Wassersaurier drin, so wie es aussieht. Ich würde halt gerne reinfliegen, aber es geht halt nicht, weil ich von der Kamera blockiert bin. Aber das sind dann wahrscheinlich Elasmos und Atemborosaurus und Ichthys, die ganzen kleineren. Kann man ja schon ganz gut von hier erkennen. Würde ich sagen, fliegen wir auch weiter. Aber hier geht's halt auch wieder so krass hoch. Sieht aber schon cool aus mit den Höhenunterschieden. Wenn dann hier an den Rändern immer die Türme stehen, Hotels und dann da oben ist sogar auch nochmal der nächste Parkbereich. Fliegen wir auch nochmal schnell hoch hier. Ja, die Aussicht ist natürlich wieder super hier. Viel besser geht's gar nicht. Und auch hier wieder die Poolansicht. Mega gut. Und man kann auch überall dann mit der Einschiebahn hin, wenn man diese steilen Wege nicht laufen möchte. Also ist alles miteinander gut vernetzt. Jetzt sind wir hier in dem nächsten Bereich, wo wieder ein Hotel steht. Noch ein paar mehr Gebäude für die Gäste. Und von hier hat man sogar nochmal eine schöne Aussicht in ein Pflanzenfressergehege mit Brachios. Da fährt auch eine Jurassic Tour durch. Da sind bestimmt auch noch andere drin. Ja, da sind noch Edmontos. Ja, die kann man natürlich auch wieder wundervoll von hier oben sehen. Aber hier sind dann auch nochmal Beobachtungsgalerien. Ja, auch hier wieder schade, dass auf allen Seiten halt Zaun ist. Ich hätte mir eigentlich gewünscht eher, dass der Zaun vielleicht nur bis hier geht und dann
hier die Rückwand einfach als natürliche Barriere genutzt wird. Sieht halt immer ein bisschen schöner aus. Wir düsen aber jetzt mal mit der Tour ein bisschen durch das Gehege. Hier sind auch noch Koritos drin. Aber ich hoffe echt, dass das in der Aufnahme nicht zu sehr leckt hier. Weil teilweise habe ich dann immer so ein bisschen FPS-Einbrüche. Liegt halt daran, dass der Park so mega riesig ist und so viele Objekte verbaut wurden. Oh, hier sind auch noch Stegos. Wie schön. Und das war's dann gleich auch schon mit der Tour. Das sind halt immer so Touren, die nur durch ein Gehege gehen. Vielleicht sind die dann relativ kurz. Aber man hat dafür viele Touren. Das ist ja auch nicht schlecht. Muss halt jetzt nur von oben gucken, dass ich auch alle Bereiche mir angucke. Hier ist dann schon das nächste Gehege. Aber hier kann man sich halt auch krass verlaufen, ne? Überall gehen die Wege lang, dann so viele Höhenunterschiede. Da verliert man echt schnell die Orientierung. Was haben wir denn hier? Das ist nochmal ein Pflanzenfressergehege. Auch wieder mit einer Jurisfernfahrt dadurch. Oloro Titans haben wir hier. Fliegt er jetzt einfach mal so durch, es geht ein bisschen schneller. Nigersaurus. Ja, vom Stil ist es wieder relativ identisch. Außenrum wieder dieser Zaun komplett. Nehmen wir noch Triceratopse. Und dann war es das schon mit dem Gehege. Und dann geht es hier vorne zu einem weiteren Besucherplatz, wo die Leute sitzen können. Hier nochmal ein Turm. Und noch mehr Besucherläden. Toilette, Schutzraum. Und hier haben wir noch wieder ein Hotel und eine tolle Aussicht. Oh, krass, was uns hier noch alles erwartet. Da unten ist dann auch so ein kompletter Strandbereich. Da hätte ich es auch cool gefunden, hätte man hier den Zaun weggelassen auf der Meerseite und einfach das Meer als natürliche Barriere genutzt. Vielleicht hätte man den Zaun auch nur bis hier machen müssen, also dieses Stück hier. Bis zur Klippe. Aber ist halt nur meine persönliche Meinung. Weil ich halt nicht so ein Fan von Zäunen bin. Die Insel da sieht auch interessant aus. Da ist bestimmt das Highlight drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da ganz zum Ende hin sollen. Weil das sieht auch so ein bisschen aus wie die Endstation hier. Hier geht es, glaube ich, wieder zurück in den Bereich, wo wir herkommen. Genau, hier ist das Innovationscenter. Hier sind wir abgebogen vorhin. Aber wir haben ja auch nochmal ein Hotel mit einer schönen Aussicht. Oh, da kommt auch noch ein riesiges Aviarium auf uns zu. Da fliegen wir jetzt auch direkt mal hin, würde ich sagen. Wetter ist leider gerade wieder schlecht geworden. Hier links wäre es jetzt auch nochmal hochgegangen. Und dann ist hier oben auf dem Berg nochmal ein schönes Hotel mit einer tollen Aussicht. Aber wir fliegen jetzt zum Aviarium. Oh, hier unten ist auch nochmal ein schöner Turm. Mit einem Hotel. Also man hat hier wirklich mehr als genug Aussichtsplattformen und Punkte, von denen man den Park genießen kann. Das Aviarium hat auch eine sehr interessante Form. Finde ich mega cool, die Idee, das hier so einmal außen rum zu bauen. Und in der Mitte ist auch nochmal ein Gehege. Was haben wir denn hier drin? Mein Lieblingsfleischfresser, zwei Alus. Ich glaube, die Tour, die fährt dann einmal hier außen rum. Na, durch diesen großen Zaun hat man leider immer nicht die beste Aussicht. Oder die beste Sicht. Aber dafür ist man wenigstens sicher vor den gefährlichen Fleischfressern. Ja, ich glaube, die fährt einmal drum und dann geht's wieder zurück. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt mal mit der Gyrosphäre in das Aviarium hinein. Hier haben wir bestimmt auch jede Menge Flugsaurier, so groß wie das ist.
Pteranodon haben wir hier schon mal. Ich würde es auch echt noch cool finden, würden die mit den Gyrosphären oder Jurassic-Touren interagieren. Machen sie aber leider nicht, die Flugsaurier. Ja, die Strecke schlängelt sich hier schön durch. Viele Felsen, viel Wasser. Höhenunterschiede sind hier aber keine drin im Aviarium. Ja, ich wechsle jetzt doch mal auf diese Ansicht. Geht immer ein bisschen schneller und dann sieht man das alles ein bisschen besser. Guck mal, Geo Sternbergia. Oh, wenn sie mir jetzt hier alle einfallen würden. Irgendwas mit Emma hieß der. Maradactylus oder so? Ah ne, das war der andere. Ach, keine Ahnung. Ist auch schwierig zu merken dann teilweise. Das ist aber eine schöne Mischung hier, die ganzen verschiedenen Flugsaurier. Das hier ist, glaube ich, der Maradactylus. Das ist hier wirklich eine riesige Fahrt. Die schlängelt sich hier komplett durch. Also mit der Gyrosphäre hätte es ewig gedauert. Und irgendwie sind hier gerade gar keine Flugsaurier. Die haben sich alle in die anderen Bereiche verteilt, so ein bisschen. Aber das kann man halt auch nicht beeinflussen, ne? Fliegen halt dahin, wo sie Lust haben. Guck mal, hier waren jetzt gar keine mehr auf dem letzten Bereich. Mal fliegen wir mal wieder raus. Oh, wir sind da gefangen. Lass mich raus. Okay. Jetzt sind wir raus, das ist gut. Oh, was haben wir denn hier? Nochmal einen schönen Besucherplatz. Und dann hast du hier sogar das Jurassic Park San Diego Amphitheater. Ah, das konnte man mit irgendeiner Mod auch platzieren. Habe ich, glaube ich, noch nie in anderen Parks gesehen. Da hast du sogar ein Gehege draus gemacht. Flieg mal ein bisschen raus, dann sieht man das. Ja, schön die Wegflächen außenrum gebaut. Und dann hier auch noch einen kleinen Außenbereich gemacht, außerhalb des Theaters. Da ist dann ein Rexy drin. Ist natürlich immer passend fürs Amphitheater. Und auch hier fährt, glaube ich, eine Gyrosphäre und eine Tour durch, so wie es aussieht. Das ist ja interessant. Das gucken wir uns jetzt auch einfach mal von oben an. Also die fahren dann hier einmal am Rand entlang. Die Touren jeweils. Und jetzt kommen wir in diesen Bereich. Ich glaube, da hinten haben wir nichts mehr vergessen. Nee, ich glaube nicht. Falls ich was übersehen habe, tut es mir sehr leid. Aber der Park ist halt mega gigantisch. Aber ich darf halt auch das Savegame hochladen, deswegen, wenn ihr da nochmal den Park selber erkunden wollt in aller Ruhe, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Oh, hier hat man auch nochmal einen wundervollen Ausblick. Und auf die Insel da hinten bin ich auch gespannt, was uns da erwartet. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt aber direkt hier runter. Denn von hier aus geht's dann in eine Jurassic Tour. Ich habe jetzt aber hier gerade gar nichts gesehen. Aber wir kommen hier, glaube ich, gleich nochmal durch auf der Rückfahrt. Dann sehen wir bestimmt was. Scheinen aber Fleischfresser zu sein, weil hier sind überall Ziegen. Na, guck mal, hier haben wir Ceratus. Die finde ich ja in Jurassic World Evolution auch. Oder in Jurassic World Evolution 2 auch richtig cool. Der eine liegt hier auch. Und entspannt sich. Und dann komme ich vorbei und hupe. Mal sehen, ob er mich jetzt wegrammt. Ne, er geht einfach. Er hat keinen Bock auf den Stress. Hier sind dann Baryonyx. Oh, das sind, glaube ich, sogar die von Camp Kreidezeit, von den Skins.
Oh, du hast hier sogar eine Zwischenstation drin. Das heißt, hier könnte man wieder aussteigen, wenn man möchte. Machen wir natürlich nicht. Wir fahren weiter. Wir wollen ja bis zum Ende der Tour kommen. Aber hier ist dann auch schön viel Wasser im Gehege. Passend zu den Baryonyxen. Die mögen es ja gerne, wenn viel Wasser im Gehege ist. Und hier kommen auch nochmal Suchos auf uns zu. Oder legt sich direkt dahin? Das ist ja schön. Jetzt kann man genau das Auge sehen. Nicht, dass er uns gleich attackiert. Aber ich glaube, viel näher kann man als Parkbesucher gar nicht an so einen Suchomimus rankommen. Ich glaube, so nah möchte auch niemand daran sein. Vor allem die chillen hier alle noch voll, Arm so ein bisschen rausgestreckt. Autsch. Wir düsen weiter. Und jetzt sind wir nochmal in dem Gehege, wo wir gerade keine Dinosaurier gesehen hatten. Aber hier links reibt er sich im Sand, nämlich Velociraptoren sind hier drin. Oh, der hat auch keine Lust auf uns. Aber hier rechts wäre es echt cooler gewesen, wäre der Zaun da nicht. Sondern einfach nur das Meer als Begrenzung. Das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn die Wellen da so anschwappen an das Ufer. Da kommt nochmal ein Raptor. Den scheint das auch nicht so zu stören. Oh, jetzt kommt er. Ja, aber scheint sich nicht so sehr für uns zu interessieren. Also greift uns nicht an oder sowas. Ich glaube, jetzt geht's zurück. Und dann fahren wir nochmal rüber auf die geheimnisvolle Insel. Jetzt kommt die Einschienenbahn entgegen. Also ich glaube, dass da ein Indoraptor oder ein Indominus Rex drin ist. In den Gehegen auf der Insel. Würde ganz gut passen. Hätte ich da zumindest reingemacht. Aber nochmal so als großes Finale. Oder ein Spino könnte auch sein. Das ist natürlich mega cool, das Ganze auf so einer kompletten Insel zu haben, wo man nur mit einer Einschienbahn hinkommt. Drumherum sind dann auch überall Wege und nochmal Türme, damit man überall reingucken kann. Aber wir fliegen natürlich direkt rein und haben einen Indominus Rex gefunden. Sehr gute Wahl für das letzte Gehege. Der Skin sieht auch cool aus. Da ist ja auch noch mehr drin, wer weiß. Und Indoraptor auch. Okay, das ist ein Mischgehege von Hybriden. Kann leider mit der Kamera auch nicht weiter runter, deswegen müssen wir mal reinzoomen. Mit der Kamera ist halt leider immer, glaube ich, der Fall, wenn man diese Expanded Parks Mod benutzt. Also das heißt, dass man mehr Bauplatz hat. Und wenn man dann einen Bereich baut, der eigentlich nicht bebaubar ist, dann kann man mit der Kamera nicht ganz nach unten gehen. Ja, das ist natürlich nochmal ein mega Highlight zum Abschluss. Und dann diese tolle Ziege. Ich glaube, die ist vom Goat Simulator. Aber ich komme gar nicht näher ran. Aber man kann hier schon sehen, die Zunge ist da draußen und sowas. Und ja, Leute, das war Jurassic Holiday Resort UK von Miba. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Hat echt Spaß gemacht, die Parktour. Falls du nochmal einen Park bauen solltest, bisschen kleiner vielleicht, damit man nicht diese Lags hat beim Erkunden, weil die sind schon ein bisschen nervig. Aber der Park ist wirklich schon mega beeindruckend. Ich habe bestimmt auch viele Sachen übersehen, weil ich mich halt bei so großen Parks immer ein bisschen beeilen muss, damit das Video nicht zu lang wird. Aber falls ihr den Park halt nochmal genauer angucken wollt, das Safe Game ist unten in der Videobeschreibung zu finden, habe ich ja schon gesagt. Ich würde mich aber, wenn euch das Video gefallen haben sollte, sehr über ein Like freuen. Und falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, schaut auch in der Videobeschreibung vorbei.
Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.